Hallo liebe Giolet TV-Zuseher. Als Ergänzung zu unserem letzten Ingwer ist 10.000 Mal stärker als Chemotherapie, möchte ich euch hier noch zeigen, wie man den Ingwertee am besten zubereitet und dass man diesen auch sehr einfach und mit anderen Zutaten, zum Beispiel mit Kurkuma, noch sehr gut zu einem Smoothie zubereiten kann. In der asiatischen Küche wird Ingwer ja seit Jahrtausenden verwendet. Die Ingwerpflanze erreicht eine Höhe zwischen 50 und 150 cm und besitzt einen unterirdischen Wurzelstock. Die Wurzel der Pflanze, die auch Rhizom genannt wird, ist der am häufigsten verwendete Teil. Das Innere der Wurzel kann je nach Sorte weiß, gelb oder rot sein. Der Ingwer hat viele wichtige Vitamine wie Vitamin C, E sowie Vitamin B3, B5, B6 sowie die weiteren B-Vitamine B1, das Thiamin, B3, Niacin und B2, Riboflavin, die sich gesundheitsfördernd auf den Körper auswirken. Auch die Liste der enthaltenen Mineralien ist lang und enthält unter anderem Eisen, Calcium, Zink, Magnesium und Kalium. Und wir wissen ja, Kalium beispielsweise wirkt sich sehr unterstützend auf den Blutdruck sowie auf die Herzfrequenz aus. Der Ingwer kann ja nun roh gegessen werden oder eben, was uns besonders interessiert, als Tee gekocht oder getrocknet und dann als Tee gekocht. Denn beim Trocknen bildet sich das für die Krebsbekämpfung wichtige 6-Sugarol. Und dieses 6-Sugarol wird eben beim Trocknen aus dem im Ingwer enthaltenen Gingerol gebildet. Ja, und wir brauchen ja nun 6-Sugarol, wie ihr es aus dem 1000-mal stärker als Chemo-Video nun ja schon wisst. Wenn nicht, dann einfach nochmal anschauen. Ja, meine Ingwer-Tee und Ingwer-Smoothie-Krebsprävention. Hier seht ihr noch meine neueste Errungenschaft, ein wunderbares nagelneues Dörrgerät und hier schon die ersten Ergebnisse, die ersten gedörrten Ingwer-Scheiben. Die sind ja auf mehr als die Hälfte zusammengeschrumpft, also da sieht man, wie viel Wasser in den Teilen oder generell in Pflanzen und wo auch immer enthalten ist. Ja, und dann geben wir einfach mal in ein 1 Liter Glas ein paar solcher gedörrten Ingwerteile, das kochend heiße Wasser aufgebrüht, so ganz normal, wie man eben einen Tee zubereitet, und den lassen wir jetzt 10 bis maximal 15 Minuten auf jeden Fall mal sehr gut durchziehen. Ich mache das einfach immer wieder mit einem kleinen Teller, das ist überhaupt kein Thema. Okay, als nächstes schauen wir mal, ich habe mir nämlich überlegt, eben hier eine Kombination zu machen mit dem Ingwertee und ein Smoothie. Ich habe jetzt hier gedörrte Zitronenscheiben, natürlich unbehandelt, und gedörrte Ananas hineingegeben. Und als nächstes werde ich eben hier oder gieße ich auf mit dem Ingwertee. Ja, das ist die Kombination. Und das Ganze mixe ich als erstes mal durch, also die Teile, die härter sind, die mixe ich am Anfang mit relativ wenig Flüssigkeit, damit es besser einfach durchmixen kann. Aber ich muss sagen, dieser Mixer von Silvercrest, der ist wirklich super gut. Hier ein paar Nahaufnahmen, damit man so richtig schön sieht, wie es da drinnen vorgeht. Und als nächstes gebe ich die Bananen hinein. Zwei Stück in dem Fall. Und hier mein geliebtes Gerstengras. Die Vorzüge von Gerstengras kennen wir ja mittlerweile. Zwei Teelöffel, gehäufte Teelöffel Gerstengras. Und als nächstes Kurkuma. Kurkuma, das ja auch wunderbar bei der Krebsbekämpfung ist. Und was hier der Unterschied ist zwischen Kurkuma und Ingwer, wissen doch alle, die sich das Video 10.000 Mal stärker als Chemotherapie angeschaut haben. Ja, hier schon circa ein Viertel Liter Kokosmilch und zum Schluss noch etwas sauberes, reines Wasser. Ich mache das Smoothie immer so, dass ich ihn einfach mit Flüssigkeit so weit bedecke, soweit eben Feststoffe drinnen sind. Und dann wird wieder wunderbar auf höchster Stufe Vollgas einfach mal gemixt.
Und ich kann hier wirklich nur nochmal sagen, das ist ein extrem günstiger Mixer, den ich hier habe, aber er mixt wirklich wunderbar und alles sauber klein, sodass wirklich eine sehr schöne, feine, cremige Konsistenz, wie man hier einfach auch sehen kann, entsteht. Ja, und dann einfach natürlich noch der Test. Einmal richtig durchkosten. Perfekt, absolut perfekt. Diesen Drink, den werde ich in jedem Fall zweimal in der Woche zu mir nehmen, um Krebs vorzubeugen, beziehungsweise wenn sich immer wieder Krebszellen bilden, dass ja eigentlich relativ normal ist, dass die immer wieder sofort bekämpft werden. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Lasst meinen Daumen hoch da, wenn ihr wollt. Ein Abonnement natürlich. Schaut in meine Inhalte und schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare klarerweise. Also bis später, bis bald. Bleibt gesund oder werdet gesund.